Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play. Eure tägliche Dosis Transport Fever. Ja, wir sind wieder ein bisschen dabei. Ich habe es ja in der gestrigen Folge gesagt gehabt, auch diese Folge wird ein bisschen später kommen. Das heißt, für alle die jetzt gefragt haben, wo bleibt Transport Fever, die haben vermutlich die Folge gestern nicht so ganz zu Ende geguckt, denn da habe ich das nämlich am Schluss noch gesagt. Macht nichts, schwamm drüber. Ist alles easy. Mein Plan für heute, diese Folge ist ja, so wie ich es gesagt hatte, ein bisschen, ein Müh, ein Ticken länger. Und ihr werdet es schon gesehen haben, wie lang diese Folge ist. Die wird natürlich jetzt auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Umfang haben. Das heißt, wir haben jetzt auch mal ein bisschen Zeit, unsere bestehende S-Bahn-Linie, möchte ich fast sagen, einfach mal zu erleben, mal reinzugucken, mal zu schauen, ja. Denn das ist bei all der Baugeschichten, bei all der Sachen, die wir jetzt momentan machen, bleibt das dummerweise immer ein bisschen auf der Strecke, was mir wahnsinnig leid tut. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal aus dem Führerhaus einer unserer S-Bahnen und schauen einfach mal, wo diese Reise so hingehen wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle, dieser Abschnitt hier gefällt mir unbeschreiblich gut, auch wenn er sehr, sehr einfach gehalten ist. Hier ist wahrscheinlich das Stück, was ihr gemeint habt, da muss er auf 80 runter, weil es sehr eng reingeht. Das tut aber meines Erachtens nicht weh. Also das ist eigentlich völlig okay. Der wird jetzt gleich wieder hochbeschleunigen, auch wenn er natürlich jetzt die Geschwindigkeitszone nicht mehr hat. Das heißt, er musste aus dem vollen Beschleunigen ins Bremsen und muss dann den Hügel hochbeschleunigen. Ist nicht ganz gut, fürchte ich. Er macht aber im jetzigen Fall erstmal nichts. Ich lasse das jetzt erstmal so. Kann sein, dass wir die Linie eines Tages noch eh upgraden, neu bauen, wie auch immer. Und dass dann vielleicht auch mit den schnelleren Gleisen wieder höhere Geschwindigkeiten auch in den Kurven drin sind. Ich weiß es noch nicht. Sehr schön sind auch diese Tunnel, auch wenn man jetzt leider nur immer so ganz, ganz blöd reingucken kann. Man sieht aber ab und zu wie so eine Art blauen Schimmer oder sowas drüber liegen, wie so ein Vorhang. Ja, sei es drum. Da kommt eine der anderen S-Bahnen gerade an. Auch da warten ein paar Leute hier. Alles easy. So, die Leute, die hier sind, die sammeln wir natürlich, die snacken wir quasi uns auf. Da sind sie auch schon geladen. Wie viele jetzt dabei sind, sehen wir hier leider nicht. Macht aber nichts. Wie gesagt, ich möchte jetzt mit euch mal diese Gesamtstrecke einmal mitfahren, damit wir die einfach auch mal gesehen haben. Und ihr seht schon da hinten im Horizont, wir fahren wieder über eine langgezogene Brücke. Zum Glück aber alles in vollster Beschleunigung. Und die Brücke hat einen Vorteil, wir werden gleich den höchsten Punkt erreichen. Und dann fahren wir fast konstant geradeaus. Auch wenn die halt, wie gesagt, sehr, sehr hoch ist. Ja. Wenn wir einmal drüber sind, jetzt erreichen wir gleich die 140 und damit bleiben wir auf Max-Level. Mehr kann dieser Zug hier nicht allein erreichen auf der Strecke. Das ist halt einfach so. Das heißt, wir haben jetzt so quasi Reisegeschwindigkeit erreicht. Vollgas in dem Fall. Da unten sehe ich auch gerade einen Zug warten. Das ist auch nicht zwingend das Beste. Aber selbst in einfacher Spielgeschwindigkeit kommt mir das gerade wahnsinnig schnell alles vor. Also ihr seht schon, wie schnell das alles abläuft. Da unten sehen wir auch ein Gleisbett. Am Horizont ein paar Hochhäuser, das ist auch schön. An diesem Steinwerk vorbei. So, wieder eine S-Bahn. In voller Vorbeifahrt quasi mitgenommen. Unterwegs nach Strählen sind wir jetzt gerade. Nun, da warten auch deutlich mehr Leute mittlerweile auf die Mitfahrt. Ich bin mal gespannt. Es sind schon einige Leute, die ich jetzt gerade am Wegesrand quasi gesehen habe. Sind einige. Ist auch völlig in Ordnung, muss ich an der Stelle auch sagen. Das ist ganz cool, wenn immer mehr Leute hier mitfahren. Erwartet nie, wenn ihr eine Linie aufbaut, dass ihr die hinstellt und quasi die Leute nur darauf gewartet haben.
gehe davon aus, dass es ein bisschen schwieriger sein könnte, diese Linie erstmal zur Startweise zu bedienen, sondern dass es halt vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen Schlückchen braucht. So, jetzt gucken wir mal da hinten, wie es da aussieht. Das schaut auch gar nicht mal so schlecht aus. Auch wieder eine S-Bahn uns entgegenkommt. Also ihr seht schon, es sind hier sehr viele schon, obwohl wir nur weniger Züge haben. Also es wurde ja vorgeschlagen, 9 hier drauf zu stecken, um die maximale Ausnutzung zu erreichen. Aber selbst wenn man sieht, wie wenig wir an Zügen drauf haben, wir sind an relativ vielen jetzt vorbeigekommen in kurzer Zeit. Das ist was, was ich auch sehr, sehr, sehr gerne mache. Ja? Es muss nicht hundertprozentig hier ausgelastet sein, auch wenn es ein zweigleisiges Stück durchweg ist. Ist okay. Ja, und meine Lieben, eine Sache noch ganz gleich vorweg. Morgen Abend um 18 Uhr findet ein Transport Fever Livestream auf einer neuen Karte in einem neuen Land quasi unserer Wahl statt. Das wird auch ziemlich geil werden. Das heißt, wenn ihr da noch nicht dabei seid oder wenn ihr jetzt sagt, boah, jetzt ist die 80. Folge schon durch und ich habe gerade erst angefangen reinzugucken, morgen könnt ihr im Stream quasi mit mir mal so einen Anfang wieder miterleben. Das kommt dann auch als YouTube-Playlist dann quasi raus, ne? Und dann könnt ihr dann eben die Stream-Folgen euch einzeln anschauen. Und dann werden wir auch mal ein bisschen was machen. Vielleicht werden wir das auch öfter machen. Jetzt im Augenblick ist es erstmal als ein Stream geplant. Und je nachdem, wenn ich dann sage, okay, ich mache mal wieder ein Community-Vote, wo Transport Fever mit dabei ist, dann könnt ihr eben voten. Und dann geht es halt mit der Playlist einfach weiter. Das heißt, das wird am Anfang ein paar Folgen geben. Und dann wird es vielleicht mal 1, 2, 3 Wochen nichts kommen. Und dann kommen aber wieder ein paar Folgen. Also anders geht's halt nicht. Ich kann nicht jeden Tag streamen. Das verstehen die meisten von euch aber absolut. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Mir persönlich, ich würde auch jeden Tag streamen, wenn ich könnte. Aber da fehlt halt einfach die Zeit. Was jetzt, wie gesagt, nicht schlimm ist. Ne? Aber ich wollte es halt bloß gesagt haben, damit jeder sich schon mal vorab drauf einstellen kann und damit auseinandersetzen kann, dass ein Stream-Projekt halt so wie es ist, nun mal einfach nicht jeden Tag kommen kann, sondern halt ein bisschen Absatz und ein bisschen Versatz. Vielleicht kommen die Folgen auch in 3-Tage-Rhythmus. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir da sowieso demnächst mal einen konkreten neuen Plan zu den Stream-Folgen machen. Vielleicht wird es auch nur alle 3 Tage zu jedem Stream-Projekt eine Folge geben, damit das länger läuft. Also damit die Folgen für diejenigen, die nicht gucken können, die haben dann halt quasi einen Versatz von 3 Tagen zu jeder Folge, aber dafür kommt am nächsten Tag ein anderes Stream-Projekt, weil ich momentan sehr viele verschiedene Stream-Projekte fahre und das finde ich auch gut so. Also ich mag das so ganz gerne und deswegen müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich weiß es noch nicht, aber wir finden es raus. So, hier ist schon deutlich mehr los in Herringen-Helme. Kommt auch gerade eine von unseren S-Bahn-Schwestern quasi rein. Und sammelt da drüben gerade ganz gewaltig auf. Ah, schön, auch mit Hall. Ah, herrlich. So, runter geht's hier wieder den Hügel und rein in den nächsten Tunnel. Der ist sehr lang gezogen im Übrigen. Ein sehr, sehr lang gezogener Tunnel. Wir werden auch jetzt vermutlich ein paar Sekündchen da drin bleiben. Es kann, glaube ich, sein, dass wir da eine Öffnung sogar haben in dem Tunnel. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, der Teil ist sehr, sehr lang nach Altenberg raus. Aber das werden wir gleich rausfinden. Ihr seht schon, wie lang gerade dieser Tunnel läuft. Also da hinten ist noch eine leichte Linkskurve noch drin. Der Bogen ist, ja, das ist schon... Wow, wow, wow. Ja, okay. Der Bogen ist schon sehr, sehr weit. Aber gut, auch das war eines der Megabauprojekte, die wir hier gemacht haben, diese komplett neue S-Bahn-Linie aufzurüsten. Viele haben vorgeschlagen, dass wir die Busse auf diesen S-Bahnen, dass wir die nochmal komplett umgestalten und gar keine Zwischenbusverbindungen machen. Da wurde die Argumentation immer gebracht,
ah, Zwerg, vielleicht wäre es doch ganz cool, wenn du dir Überlandbusse streichst, weil dann einfach mehr Leute die S-Bahn verwenden. Das muss ich sagen, ich habe da im Transport Fever Guide mal nachgelesen vom guten Maruko, der hat ihn ja auf zwergtyp.de im Lexikon veröffentlicht. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, klickt euch unbedingt mal rein, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das ist ein sensationell gut gemachter Guide, den der Maruko mit ganz, ganz viel Herzblut erstellt hat. Also wenn ihr den noch nie gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Gerade für diejenigen, die sagen, ah, mit Transport Fever komme ich nicht so ganz zurecht. Mir fehlen da so ein bisschen einfach so ein bisschen die Hintergrundinformationen, die Basics, die ich brauche, um das Spiel zu kapieren. Dann empfehle ich euch wirklich, schaut den Guide von Maruko an. Der hat das wirklich saugut gemacht. Absolutes Lob. Und dadurch, dass es auf zwergtyp.de veröffentlicht hat, ist es natürlich für mich auch schön, dass dann auch die Leute auf den Guide klicken, weil dann sind sie auch im Forum gelandet mal. Genau. Also nicht ganz uneigennützig, aber für mich, wie gesagt, eine der, der sehr, sehr schönen Gegebenheiten. Maruko hat das wirklich schön gemacht. Und das sage ich jetzt auch wirklich, selbst wenn er es woanders geschrieben hätte, würde ich das auch drauf verweisen, weil der einfach gut gemacht ist. Er bringt wahnsinnig viele Informationen auf den Punkt und das muss mal gesagt sein. Und das machen wir jetzt auch mit 51 Personen. Sollte da auch ja ein bisschen mehr drin sein. Okay. Gut. Jetzt gucke ich mal. Hier wurde vorgeschlagen, dass wir einen Curve-Zug rein, also einen Curve-Bahnhof reinbauen, damit wir das vielleicht anders verbinden können. Auch eine schöne Idee, da mal umzubauen. Hier haben wir mittlerweile auch schön bewaldet alles. Das ist sehr schön. Hier wird auch mittlerweile Getreide eingeladen. Wie viel haben wir hier? 1100 liegen hier an Brötchen gerade an. Wo ist denn dann der nächste Zug gerade mal? Fragen über Fragen. Er muss ja hier irgendwo sein. Ah, da ist er wieder. Schönes Ding. Bahnen die sich schon wieder hintereinander her? Ich werde zum Tier. Ohne Witz. Habe ich den jetzt übersehen? Nee, da war auf jeden Fall auch schon länger keiner mehr. Hier müht sich einer raus. Ja. So, fahr mal zurück. Geht ja auf keine Kuhhaut hier. Au. Oh. Dann habe ich den jetzt gerade nicht im Blick gehabt. Warte auf freie Wege. Ja, das ist jetzt ein Problem, weil der hinten nämlich falsch fährt. Die fahren sich alle gerade hintereinander her, ha? Huh? Ja. Das ist ein bisschen unglücklich gerade auch. Wobei auf dem Warennetz das gar nicht mal so wehtut mit dem Takt. Hauptsache die Waren flubbern hier weg. Okay, da ist er weg. Boah, ist hier viel los. Boah, hier müssen wir auf jeden Fall mal was machen. Warte mal. Die aktualisieren wir mal ganz kurz auf ein etwas größeres Modell. Zehn Millionchen hauen wir mal schnell auf die hohe Kante. Ich brauche hier ein etwas größeres Modell drauf. Weil ich glaube, dass in Obernburg am Main definitiv mehr gehen könnte. Weil hier stehen mir einfach zu viele Leute die Füße im Bauch. 81 könnten hier mitfahren, theoretisch. Und das bringt natürlich auch hier ein bisschen mehr Spannung in das Ganze rein. Vor allem, wenn hier demnächst der nächste Personenzug auftaucht. Und dann könnte man mal ganz kurz... Ja, ja, ist ja gut. Dann könnte man mal ganz kurz gucken. Das können wir hier niemals reinbauen. Nee, das ist viel zu groß alles. Der ist auch wahrscheinlich nix. Nee. Befürchtet. Der ist auch zu groß. Die sind alle zu groß dafür. Das ist leider die falsche Richtung. Ach, eine Railway statt Subway, Tram oder Rail. Ach, cool. Das ist ja auch ein geiles Ding. Hier müssen wir auch mal bauen, dieses Dinger. Oben plus unten. Ach, cool. Mal anschauen. Okay, dann pass auf. Jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Und zwar, weil wir da echt noch nichts gemacht haben.
Ich bringe jetzt hier mal Folgendes. Ich bringe jetzt heute mal den ersten Flieger an den Start. Und zwar machen wir hinten einen großen Flughafen hin. Jetzt schreien die ersten schon, was? No, Mother of God, tu es nicht. Ja. Flieger sind immer schon ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Das war schon immer so, eigentlich immer schon. Ja. Kriegen wir den da auch nicht rein? Ja gut, dann brauchen wir mal ganz kurz die Höhenlinien dazu. Oh ja, sensationell. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Warum nicht? Hier ist die... Ja, der müsste eigentlich hier der Längs nach stehen. So ungefähr. Aber da wird halt viel abgegraben. Oh, das wäre auch so cool, wenn das klappen würde. So vielleicht? Aber hier ist überall die Terrainangleichung nicht möglich. Aber hier drüben könnte es gehen. Warte mal, das wäre doch eine Idee. Ja, hier könnte ein großer Flughafen rein. Sehr nah am Wasser, bitte. So, weil dann könnte man nämlich hier auch gleich eine Bootsanlegestelle aufbauen. Und zwar, Anzahl der Terminal 1 reicht mir völlig. So, und dann gehen wir das ganze Ding mal schnell folgendermaßen an. Wir machen hier eine historische Straße. So ein bisschen auf alt gemacht. Dieses Viertel. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir hier Folgendes. Wir upgraden das ganze Ding hier. Es geht nämlich nicht. Shit. Doch, jetzt geht's. Okay. Machen wir das folgendermaßen. Und das Ding... Lassen wir das mal so laufen. Jetzt pass auf. Die Idee ist jetzt die. Wir haben jetzt hier drüben, bauen wir jetzt Folgendes. Wir werden hier ein paar Mal mit kleineren Flughäfen anfangen. Mal gucken, die müssten hier besser reingehen. Und dann werden wir hier nämlich die Städte ein bisschen besser in sich verbinden. Mit Flugzeugen allerdings. Auch Wallenfels zum Beispiel könnte ein geiler Flughafenspot sein. Weil es einfach so abartig gut hier in dem Kessel drin liegt. Für kleine Flieger. Und nach große Flieger werden wir eben nach Altenberg oder sowas rausschmeißen. Aber hier geht es echt nicht rein, ne? Doch, hier könnten wir es reinbauen. Das machen wir gleich. Jetzt pass auf, jetzt mache ich mal ein ganz kurzes Päuschen hier rein. Also, jetzt haben wir hier natürlich noch keinen Anschluss für irgendwas. Und das wäre jetzt nämlich genau der Punkt, wo ich mir jetzt mal was überlegen wollte. Und zwar, dieses Ding haben wir ja noch nie gebaut im Prinzip. Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das hier irgendwie reinpasst. So zum Beispiel. So. Schaut ein bisschen knapp alles aus, aber wir lassen das mal. Guck ich mal. Hier könnte man es sogar reinbekommen, auch wenn die Steigung zu groß ist. Hier ist es nicht mehr. Da ist nur ein bisschen Gefälle drin. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Ein bisschen in die Kantenglättung reindonnern. So, das ist unser neues Flughafenprojekt. Flughafenprojekte neigen dazu, sehr interessant zu werden. Weil sie halt einfach mega cool sein können. Zumindest schauen sie immer geil aus. Das ist immer so der Punkt, wo ich mich halt immer so ein bisschen freue. Flughäfen schauen generell saucool aus. Ohne dass man viel machen muss. Die haben halt einfach sowas für sich. So eine alte Steinbrücke hier vielleicht noch rüber. So, hier ist auch tatsächlich noch offen.
Genau. Okay. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommt hier eine ganz reguläre Busstation rein. Mit so ein bisschen... Bisschen so ein klar, ganz normal halt einfach. Nehmen wir uns hier noch ein paar Leutchen mit. Das ist natürlich jetzt voll das Kaff, ne? Das ist voll die Provinz im Prinzip. Aber das macht nichts. So. Das ist das Ding. Jetzt kommt hier auch gleich mal so ein Depütchen her für Straßenfahrzeuge. Okay. Weil wir nämlich jetzt hier einfach hergehen können und sagen können, pass auf, du gehst jetzt erstmal von hier, fährst du da raus. Dann kommst du hier vorbei, fährst, na, warte mal anders. Wir probieren es gleich mal richtig. So, pass auf, du kommst hier raus, fährst dann hier rein, dort wendest du, fährst darauf, kommst hier nochmal vorbei, fährst hier hoch und dann kommst du hier rein. Genau, dann fährt er nämlich hier rein und fährt dann hier durch und fährt auf der anderen Seite wieder raus. Okay, das ist O. Wesenberg Bus 1. So, den haben wir. Das ist der erste Anschluss, der hier langläuft. Ich will mir bewusst alle anzeigen lassen, weil wir werden noch mehr Anschlüsse brauchen. So, dann kommt hier als allererstes eine neue Verbindung her. Und zwar bis hier, bis Steinheim. Das ist U. Wesenberg nach Steinheim. So, das Ding haben wir auch. Soweit, so shiny eigentlich, wenn nicht eine Problematik hier dazwischen wäre, und zwar, dass die Seefahrtsstraßen unterbrochen sind. Und deswegen habe ich jetzt auch pausiert, weil das wird nämlich jetzt auch so ein Ding werden. Wir werden hier erstmal nochmal einen kurzen, einen kleinen Exkurs machen müssen. Und nehmen erstmal hier ein bisschen Höhe ran. So. Da haben wir das Ding. Und ansonsten, hier war nochmal eine Trennung drin. Die kriegen wir aber auch locker flockig hin. So, jetzt ging es theoretisch schon, aber wir wollen natürlich die Straße erhalten. Er hat ja treue Dienste geleistet. Ah, da geht's nicht. Okay, ist kein Problem. 300.000 Hammer locker für so ein Brückchen. Jetzt funktioniert nämlich schon mal zumindest die Seestraße hier. Das dauert natürlich auch sehr lange. Die schließt aber Steinheim an. Und jetzt kommt das nächste Ding. Und das ist, könnte vielleicht für die Stadt Wehlen sogar interessant sein, wenn wir diesen Bahnhof aufrüsten und sagen, hier kommt eine A-Side-Connection her. Nämlich die hier. Und diese A-Side-Connection wird nämlich folgendes sein. Hier kommt ein großer Flughafen her. Mit erstmal einem Terminal. Aber die wird direkt hier angeschlossen. Das heißt, dieser Flughafen endet quasi direkt am Bahnhof. Sollten wir da jemals was umbauen müssen, haben wir ein Problem. Aber das sollte uns jetzt als allererstes mal folgende Linie eröffnen. Du fliegst von hier darüber. Terminal 1. Jetzt pass auf, jetzt machen wir es anders. Von hier unten. Ne, Quatsch. Probieren wir es mal so rum aus. Von hier nach da. Er wird immer die 8 fliegen. Okay. Dann fliegst du von hier nach da. Ne, das bringt nichts. Dann probieren wir es mal ganz kurz, ob wir das aufdröseln können. Ne, es schaut immer noch doof aus. Ne, das lassen wir mal. So. Okay, das ist Wesenberg nach Stadt Wehlen. So. Und jetzt kommt noch eine zweite Linie hier vorbei und die fliegt hier nur so eine Minischleife im Prinzip. Das ist... Ah, warte mal. Nee, Moment. Wir sind noch nicht fertig. Die fliegt nach dahin und dann hier runter. Und dann rum. Die ist so ein Hopper, ist das quasi. Und das ist Wesenberg Waldbröl. Der Name ist schon wieder absolut mega. So, das ist diese Anbindung. Die haben wir auch. Da müssen natürlich noch öffentlicher Nahverkehr rein und so weiter. Haben wir ja alles auf dem Schirm. Jetzt lass uns mal anfangen mit den ersten Fahrzeugen hier. In Passagiergröße vielleicht was Kleines, Schnuggeliges, so eine Citaro-Größe.
Und das ist jetzt für O. Wesenberg Bus 1 eine super Sache. Okay. Jetzt brauchen wir erstmal Captains Schiffchen. Die kommen natürlich von ganz oben von unserem einen Depot, das wir haben. Fahren die jetzt hier bis runter. Und das wird jetzt interessant, wie lang da die Dauer ist. Wir nehmen allerdings Hovers, weil die sau schnell sind. Die können diese Geschwindigkeit hinbekommen. Aber wir brauchen auch ein paar davon. Und die kosten ja auch ein bisschen was. Also, und die waren jetzt von U. Wesenberg. Das ist okay. Mit der Zeit kann ich arbeiten. So, jetzt brauchen wir einen Flieger erstmal. Da habe ich schon welche gesehen, die gefallen mir optisch wahnsinnig gut. Nämlich diese Kanada British Airways Dinger. Hier haben 50 Passagiere, das ist supi. Hier haben wir noch eine Boeing. 200 Passagiere gehen da rein. Ist ordentlich. Airbus, ein Easy, eine Boeing, eine ganz große. Das ist alles viel zu heftig. Wir nehmen das kleine Gerät erstmal oder die British. Nehmen wir die hier für die... Ah, das machen wir so. Pass auf, das ist die Weseberg-Linie. Da kaufen wir uns jetzt einfach mal 2 Stück für. Für die Langverbindung. Oder 3. So, 4 Minuten, okay. Und jetzt nehmen wir die Dinger und packen die in einem hellen Blau, dem so vielleicht. Da kaufen wir uns nur 2 für und die hauen wir auf die andere Balbrö-Linie. Na, noch mal einer. So, 5 Minuten. Könnten wir fast noch eine mehr geben, damit die einfach schneller hier rumkommen. Okay, das ist der Deal, meine Lieben. Jetzt machen wir natürlich Folgendes noch. Denn diese ganze Geschichte hier ist zum Beispiel alles noch nicht angeschlossen. Das ist traurig, das ist schade, das dürfen wir nicht so lassen. Auch hier kommt wieder ein Anschluss ran. Jetzt werde ich aber diesmal nicht mehr weiter rum experimentieren. Das wollten auch viele immer nicht. Ach Mensch, wir hätten ja ein neues Straßendepot gehabt. Och, das wäre ja cool gewesen. Da haben wir so viele Sachen auch. Traffic Filter. Wow, das leckt. Das leckt wie Sau. Oh, Game abgestürzt. Oh my goodness. Traffic Filter. Oh, wow, 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 wow. Okay, den muss ich rauspacken. Da gibt es einen Lua-Error für alle, die das, denen was sagt. Der Mod ist broken, wenn man so möchte. Ich werde jetzt mal ganz kurz für euch ein Päuschen machen und wir sehen uns dann gleich wieder, denn dann müsst ihr die Viertelstunde Ladezeit nicht in Kauf nehmen. Ne? Also, bis dahin, bis gleich. Tschüss. Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Hier bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade mal kurz alles neu bauen müssen, weil natürlich der Autosave das ein bisschen demoliert hatte. Macht aber nichts. Wir sind jetzt wieder zurück und deswegen spielen wir einfach weiter. Als wäre nichts passiert quasi. Ist natürlich viel passiert und das macht die Sache jetzt auch nicht einfacher, aber hat mich nur ein paar Nerven gekostet, dann ging es wieder. Kurz eskaliert. Quasi. So. Hier kommt so ein richtiges Flughafenterminal her. So, hier. Zack. Ist ein bisschen Frachtterminal, aber auch eher für Zug, für Flughäfen optimiert. Das machen wir aber hier unten anders. Hier kommt dann so ein altes Gerät her. Einfach weil hier auch deutlich mehr Platz ist. Und es schaut auch cool aus, wenn man das so versenkt irgendwie. Finde ich auch cool. Weil es halt auch... Das ist so ein bisschen total strange, wenn du das reinlegst. Das schaut einfach nach was... Nach cool aus. Also mir gefällt das. Schaut nach was aus. Schaut nach cool aus. Ne? Ganz klar. Und das machen wir hier auch ein bisschen hübscher. Wie gesagt, ich musste das alles neu bauen. Und ich habe es halt schnell gebaut. Damit die Folge schnell wieder weitergeht, damit die schneller rauskommt, weil ich nehme die ja quasi jetzt auf, ne? Und die sollte eigentlich auch schon längst draußen sein. Aber, wie gesagt, kriegen wir ja alles hin. Alles eine Frage der Ehre oder der Zeit. Kennt das noch jemand? Jack im Auftrag der Ehre. Eine super geile Serie. Kennt wahrscheinlich keiner mehr. Ich fand die immer super. Mir hat die immer Spaß gemacht. Also ich habe die immer gerne geguckt. So. Das machen wir jetzt. Das Ding. So. Ich leg die jetzt einfach mal so
quasi nach Gusto rein hier. Und dann machen wir das so, dass es Wallenfels Bus 1. Zack, da ist er. Dann holen wir uns einfach von hier oben die Busse auch noch mit raus. Aber wo wir die letzten Endes herholen, ist eigentlich uns völlig Banane. Und die dürfen nach Wallenfels. Wallen, 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 Wallen. Da. Passt. Schon gleich gepasst. Ne? Ich muss das bloß jetzt relativ zügig hinbekommen dann. Wenn die ersten Fahrzeuge hier rauskommen, dann will ich die auch gleich mitnehmen. Hier oben gehen wir nochmal lang. Dann kommen wir hier vorbei. Dann hier hinten nochmal einen Ausstieg. Ja, hier mittig gehen wir auch nochmal vorbei. Okay. So. Und dann kommen wir von hier rein. In einem schönen Blau gehalten. Finde ich auch episch. So. Das ist jetzt... Na komm. Das ist... Zeppening. So. Wald. Grün. Bus 1. So. Noch keine Trams hier drauf, muss auch gar nicht. Oh, Entschuldigung, versehentlich. Oh, nochmal versehentlich geklingelt. Klingelstreich! Super. Okay, holen wir uns von auch wieder von hier oben natürlich ein paar Büsschen. Die kommen natürlich ein Leben nicht mehr rechtzeitig an, ja. Zumindest nicht für die ersten Geschichten, die hier drauf fahren. Aber wenn sie dann da sind, dann hauen sie rein. Gut, der ist overtaktet, aber mega. Okay. Hier kommen unsere ersten Kumpels. Oh, hier war... Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Mal ganz kurz hier schauen. Da kommt er rum. Fällt mir wahnsinnig gut alles. Da hinten kommt schon der nächste an. Wenn wir den mal ganz kurz auf zwei Terminals aufbauen, damit die parallel arbeiten können. Okay. Die Schiffchen hier sind natürlich auch nicht da. Ich habe hier mal ein bisschen umgebaut. Hier müsste ich aber, sehe ich aber gerade, da müssen wir nochmal kurz rangehen. An die Lage. Kurz nochmal für Klarheiten schaffen. Auch ein hübsches Bild von hier oben im Übrigen. Finde ich auch sehr schön. Da kommen die großen Strahler, quasi. Der erste ist schon auf dem Weg hier zur Rollbahn. Der wird hier vermutlich gleich den Düsefisch machen. Und ich sehe, er gibt Gas, er gibt Schub auf die Düse. Wow. Und weg ist er. Er fliegt. Du bist frei. Sehr schön. So, der nächste ist auch schon auf der Düse hier. Und da oben, der dreht schon ein. Ach, er ist frei. So herrlich. In der Luft. Lange Zeit nichts mehr mit Fliegern gemacht. Jetzt wieder mal. Und der erste Bus schafft sogar schon hierher. Natürlich nur null Bedarf, ist ja logisch. Aber wir haben hier jetzt gerade unseren neuen Mega-Airport eingeweiht. Im absoluten Nirgendwo. Null angeschlossen, null erreicht. Nur durch ein paar Flughäfen hier zwischendurch. Oh, oh no. Ich glaube, ich habe den Flieger kaputt gemacht. Sitzen die da echt drin? Ja, klar. Ah, cool. Leider kann man bei denen nicht aus dem... Ne, das bringt auch nichts. Ich würde so gerne eine Cockpit-Ansicht oder sowas haben. Aber gut, das ist halt so. Ne? Das ist halt so. Der gibt auf jeden Fall jetzt richtig Schub auf die Düse.
Der gibt jetzt richtig, ich höre ihn schon beschleunigen, der gibt richtig Gas gerade. Mega. Mega gut. Wir sehen hier, glaube ich, den Schatten. Ja, hier ist der Schatten drauf. Oh, jetzt, na, ein bisschen. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Okay. Das Coole an der Sache ist, dass halt einfach dieser Flughafen hier super geil gelegen ist, an einer Hauptachse quasi, wo super viele Menschen drüber laufen. Jetzt die große Preisfrage. Wir haben mittlerweile auch wahnsinnig Geld ausgegeben für dieses ganze Ding. Also da sind etliche 100 Millionen drüber. Und zwar 219 allein neue Fahrzeuge. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir hier einfach dann dadurch auch ein bisschen einen kleinen Effekt kriegen. Hier sind so quasi unsere Alpen. Darf man nicht vergessen. Könnte natürlich auch dann eben eine Möglichkeit sein. Meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und verabschiede mich an der Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann erfahrt ihr, ob dieses System so funktionieren kann. Gemutmaßt wird wahrscheinlich jetzt schon in den Kommentaren und die ersten Meinungen sind bestimmt auch schon da. Ich bin gespannt. Also, habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtube. Tschüss.